Dieser Verein wurde vom ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten von NRW, Eberhard Freier, auf Nachfrage, ob es sich um eine religiöse Organisation handelt, so beantwortet: Nie im Leben ist das eine religiöse Organisation, sondern eine nationalistische. Es ist eine türkisch-nationalistische Organisation, religiös verbrämt, und hat im Gegensatz zu den Ausführungen von Dr. Köster und Herrn Reese nicht das geringste Recht, auf ein Religionsprivileg zu rekurrieren. Es ist ein Verein, der nicht einmal gemeinnützig ist, der im Gegensatz zu den Zeugen Jehovas oder den alevitischen Gemeinden, die als Körperschaft öffentlichen Rechts strukturiert sind, keine Religionsgemeinschaft. Und wenn es Tausende von Vereinen gibt, die behaupten, sie bauen Moscheen, es sind lediglich Vereinsheime. Und ich kann Ihnen Hunderte von Vereinen nennen, die wesentlich mehr zur Integration beitragen in Wuppertal und die unterstützungswürdiger sind und die nicht auf ihre ganze Existenz nur durch ausländische Gelder überhaupt aufrechterhalten können. Wir halten deshalb diesen Verein als völlig ungeeignet für einen Träger einer Gebetsstätte. Und solange dieser Verein den Namen DITIB führt, statt sich Wuppertaler Muslime, reicht doch, Verein Wuppertaler Muslime, warum nennt er sich nicht um? Warum tut er das nicht? Weil er sonst keine vom türkischen Staat bezahlte, ausgesuchte, ideologisch geschulte, kaum deutsch sprechende Imame bekommt, die solche Veranstaltungen machen, die ich gerade vorab geschildert habe. Das ist der einzige Grund, warum dieser Verein sich DITIB nennt. Der Bau eines Vereinsheims ist nicht im Sinne der Allgemeinheit der Wuppertaler. Deshalb stimmen wir gegen diesen Beschluss. Im Übrigen ist eine Zustimmung des Rates heute direkte Wahlkampfhilfe für die AKP und Erdogan, weil Mitte Mai wird in der Türkei der Staatspräsident und das Parlament gewählt. Weitere Ausführungen werden folgen. Ich kann nur alle bitten, die nicht wirklich überzeugt sind, die wirklich nicht ganz genau wissen, dass auch die Personen, zum Beispiel gibt es ja drei Moscheen der DITIB-Gemeinden, eine heißt El-Fatih-Moschee. El-Fatih ist der Beiname von Mehmed II., dem Eroberer Konstantinopels. Welche Integrationsbemühungen hat dieser Moschee, Anführungsstriche, Verein, wenn er sich nach einem Eroberer des zweitgrößten christlichen Reiches, das 1400 und zerstört wurde, benennt? Dr. Kühn lacht. Warum? Sagen Sie es. Bitte. Haben Sie eine Begründung dafür? Ja. Wir sollten jetzt hier nicht in die... Hat keine. Gut. Enthalten sich zumindest der Stimme. Sie übernehmen hier eine Verantwortung, die auf Jahrzehnte gilt, die Auswirkungen haben, folgende Generationen zu tragen. Es sind hier türkische Auslandsenklaven und keine muslimischen Gebiete. Es sind in diesen Moscheen nur türkische DITIB-Vereinsmitglieder zugelassen. Es gibt zwar Kooperationsvereinbarungen, neuerdings der DITIB mit Bosniaken und Albanern, aber dass es sich hier um eine muslimische Gebetsstätte handelt, wie hier von der SPD gesagt wird, von dem Bundestagsabgeordneten Ingo Schäfer, der Neubau des Kultur- und Gemeindezentrums an der Garte soll Wuppertalerinnen und Wuppertalern muslimischen Glaubens eine Möglichkeit für das gemeinschaftliche Zusammenleben bieten.
Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Es ist nur für die Auslandsorganisation des Staatspräsidenten, des Autokraten, wie Herr Dr. Köster oder Herr Riese war es, selber konzidiert hat, konzipiert und wird auch nur dessen Interessen vertreten und ist damit kein Beitrag zur Integration von Muslimen und Türken in Wuppertal. Danke.